heftig. 583 Script. El Diabo, hast du auch die Waffe? Ja, ne? Jetzt kann ich mir das anhören. Party im Krater. Ah, ein bisschen spät, ne? Ja, weil bei mir so viele Sachen durchliefen eben. Ja, war bei mir ja auch. Aber trotzdem hat er mir das angezeigt und habe ich schnell Escape gedrückt. Ist das die El Diablo? Ja. Gut cool. Ausgestellt. Sieht aber fast aus wie der, ne? Ja, das ist sie sogar. Die macht aber mehr Schaden. Wie meine jetzige Vogue-Pulverisierer. Dann rüste ich die jetzt auch aus. Hä? Oh. Normal. Zeit zu gehen. El Diablo? Nee, die sieht doch anders aus, die Waffe. So, warte mal, ich muss mal gucken hier. Das war die normale Vogue, die ich hatte. Und das ist die El Diablo. Die El Diablo macht genau. Ja, paar Pünktchen mehr Schaden. Das ist gut, die lasse ich dann auch mal. Oh, was ist denn das für eine Schrotflinte? Da mache ich, mach ich auf jeden Fall mal Dingsbums drauf. Zeig mal die Schrotflinte. Warte mal, ich muss auch den El Diablo noch einen Stern drauf machen. So, jetzt. Cool, die hat doch sogar schon zwei Plätze, die, Alter. Die ist aber nicht neu, die kenne ich schon. Aber die macht, warte mal. Aber ich finde es scheiße immer so von den Schrotflinten, oder beziehungsweise von dieser Schrotflinte, dass die so wenig, abfeuert. Auf jeden Fall hat der, mal 1,15 kritischer Multischuss und Schaden macht die 2717. Okay. Heftig, das Teil. Multipass. Multipass. Lilo Dallas Multipass. Warte mal. 492 Damage. Mein Schwertplatz. Yeah. Sag mal, Mädels, habt ihr eure Schuhe jetzt ausgesucht? So, ja. Was? Ach so. Eure Schuhe. Ja, kennst du die Waffe noch? Wait a second, ich bin gerade hier im Perk. 492 Damage macht die. Tja, was wäre jetzt eigentlich der geilste Perk? Du fügst Fahrzeugen mehr Schaden. Wir brauchen gar nicht fahren. Wir können hier uns wieder nach Transitdepot porten. Also weil da ist eine Nutze den Tag kontrollieren der Zukunft. Bei einem Rettungsabschuss regeneriert. Du willst von da unten hinfahren? Na, ich porte mich dahin jetzt. Ja, sei mal faul. Ja. Ach nee, der gute Slim. Ja. Seitdem er mit dem GTA spielt, färbt das irgendwie total ab. Ja, Gott habe seine Seele gnädig. Ja. Leute, wir kriegen da wieder neue Klamotten, ne, in der Mission. Okay. Ja. Verschwender heißt das Teil. Captain Grant hat eine Besorgungsserie-Information über den Angriff auf dem New Freedom erhalten. Spricht mit Cooper und Tok, um einen Plan zu schmieden. Geil. Finde ich cool. Zack, und hinporten da. Schubidubidubdubdu, es gibt neue Klamotten. Für neue Klamotten sind wir doch immer zu haben, oder? Ja, richtig. So, gut. Wo habt ihr euch hingeportet? Ja, Transitdepot, ne? Da, wo die Mission ist. Ja. Weil ich war nämlich gerade noch im Perk-Menü, ich hatte nämlich noch, ich konnte nämlich gerade 5 Perks aus, verteilen. Auf deine neue Waffe? Nee, neue Perks, also hier diese Sachen da halt so, ne, gedöhnt. Achso, hast ja lange nichts mehr ausgerüstet gehabt, aber? Nee, deswegen ja, so, wo ist hier noch eine Munitionskiste? Da. Einmal. Aber zweimal. Scheiß drauf, Perks gibt's nur einmal im Jahr. Und? An was solltest du mich erinnern? An ja, Granaten. Du sollst deine Granaten da kaufen. Ich hoffe mal nur, hier gibt's so einen scheiß Automat, Mama, da ist schon mal keine. Ich werde erstmal mein Inventar hier mal, glaube ich, mal schnell ein bisschen leeren. Hier gibt's noch Fahrzeuge? Verdammt. Verkaufen. Und zwar brauche ich den ganzen. Gibt's gar kein Verkaufsfahrzeug. Oder nicht? Ist ja scheiße im Dreck. So.
Wie viel Dinge habe ich eigentlich? Was? 48 von 75, gut. Kann ich noch ein bisschen sammeln. Oh cool, hier kann man wieder entzünde das Licht der Gefallenen. Was das bringt, keine Ahnung. Entfache das Feuer und wegwerfen. So, bist du soweit? Ich suche gerade noch so einen Verkaufsautomat. Da stehen doch genug da umher. Nee, da sind aber nicht die richtigen bei. Das eine ist Fahrzeuge und das andere ist so eine speziellen Punkte-Dinger. Ja, und vorne an der Ecke steht der Richtige da. Kannst du trotzdem verkaufen. Achso, Bomben willst du dir holen, ne? Ich will mir Bomben kaufen. Ja. Hättest du noch vorher was getrunken? Ja. So, Goodie. Dann quatschen wir mal mit Talk. Ja, kommt ein Film. Oh cool, Verschwender und Verschwender. Captain Grant hat besorgniserregende Informationen über den Angriff. Hä? Steht da bei mir war eben zweimal Cooper zu sehen in der Cutscene. Ach was. Eingesetzt. Wenn Grant richtig liegt und dieses Ding den Stratoträger runtergeholt hat, dann müssen wir es unter unsere Kontrolle bringen, bevor sie es nochmal einsetzen. Es wäre nicht schlecht, einen davon auf unserer Seite zu haben, oder? Ja, das ist wahr. Wenn ihr da reinkommt, kann ich jemanden anleiten, die Sicherheitscodes zu löschen? Oh, der Penner wieder, der will schon anleiten. Uns die Kontrolle über das Ding geben. Kann doch nicht gut gehen. Sind Sie sicher? Immer. Ich weiß, wie man die Sicherheitscodes überbrückt. Ob ihr euren Teil des Plans schafft, steht auf einem anderen Blatt. Oh, was ein Großkotz. Sorry. Er kann es schaffen. Schwere Waffen und Ballistik in den Fall kriegen. Das ist gut. Und das ist sogar sehr gut. Dann gehen wir verdammt nochmal rein. Alter, von Bach, der nutzt das schon wieder aus. Das kriegt man richtig mit schon. Der hat schon wieder irgendwie seinen eigenen Plan. Schon wieder. Ja. So. Gut. Oh, mittlerweile ist das schon Tag hier. Ach, was? Ja, die Sonne ist aufgegangen. Ach ja, die schöne Sonne. Mich überrascht das immer wieder, wie geil das hier eigentlich doch in Defiance aussieht, ne? Ja. Ja, ja. Und so mit den Sonnenstrahlen hier. So, wo müssen wir... Ach, weit müssen wir nicht hin. Nee, ich glaube, wir müssen hier einmal hinterm Haus. Ja. Hä? Da, aufs Haus. Aufs Haus. Hä? Wie kommen wir da hin? Ihr habt jetzt die Cutscene durch. Ja. Habt ihr den Computer geklickt? Welchen Computer? Der im Raum. Achso, der so stand und leuchtet. Ja. Nö, noch nicht. Dann mach das mal. Ja, mach mir mal, ne? Ja, der Rot hat's gewusst, ne? Das Nova-Schlag-Weltraum-Verteidigungssystem wurde für die Militärkoalition der Erde entwickelt. Es nutzte das fortschrittlichste Verteidigungssystem, das je von Menschen erschaffen wurde. Es kann mit seinem ionenbasierten Energiestoß selbst durch die härtesten Materialien in der Erde schneiden. Die geheimen Stellungen sind nach dem Ende der Koalition verloren gegangen. Bis jetzt natürlich. Und was war daran jetzt so lustig? Ja, es war daran so lustig, dass Sherwilly, die nämlich schon eigentlich malerweise beim Ziel ist. Ja. Deswegen hat sie gegrient, ja. Und ich bin ja so clever und steig gar nicht auf und fahr hinterher, sondern porte mich einfach ganz schnell mal zu ihr hin. Ich will noch ein bisschen hier den Leuten die Gegend zeigen. Nö, ach, die Gegend kennen doch die Leute schon. Nee, das Auto da rechts war neu. Ach Mensch, die kennen doch jedes Mal ein und dasselbe Auto, was du fährst. Das wird denen langsam langweilig, wenn sie immer nur den hinteren Arsch sehen. Das nächste Mal halte ich mein Facecam und halte dann meinen Arsch rein. Ah! Nein, ich gehe in Deckung. Nicht. Das war. Oh. Ich hoffe, meine netten Fahrerskills zeigen. Achso. Du wolltest mal den dicken Larry zeigen, ja? Ja. Ja. So wie ich auch im Real Life fahre. Leider. Was? Hast du was gegen meinen Fahrstil einzusenden? Ja. Wo du es jetzt so ansprichst, ja, hab ich. Bisher seid ihr doch alle Leben aus dem Auto wieder ausgestiegen, ne? Das nächste Mal geb ich mir Mühe. Nicht Autos zu fahren, oder was? Nicht
nirgends wogegen zu fahren. Also dieses, also nächstes Mal fahre ich wogegen. Nicht quatschen, machen. Die Kotztüten müssen aber bitte im Auto rein. Ja. Was sind Kotztüten? Ich, das, die nehme ich immer zu als Wärmebeutel, wenn ich mal was mit dem Rücken habe. Ach so? Ich hab gedacht, das ist ein Hundekotbeutel. Dafür hast du die Zeit so. Boom! Yeah! Schabalaba. Und sich diese schwere Munition besorgen. Triff uns beim Krunkheit-Bunker. Joa. Mach so weit weg. Was für ein Bunker? Irgend so ein Krunkheit-Bunker. Okay. Krunkheit-Bunker. Oder Krunkheit-Bunker. So hieß das. Bunker. Ja, irgend so einen komischen Bunker halt, ne? Genau. V wie Vendetta? Los geht's. V wie Fahrzeug. Nein, wie Vendetta. Der ist doch hier gleich da vorne. Hä? Ihr seid so faule Säcke. Nein, wie? Ich hab hier Probleme mit meinem Fahrzeug hier. Nein, faul ist so ein negativer Ausdruck, den wir eigentlich gar nicht nachvollziehen können. Sag doch die Leute mal ein bisschen die Umgebung. Ja, mach ich doch. Deswegen fahr ich doch. Ich mach das wie Shikamaru. Und fahr einfach mal so gegen den Stein. Klasse. Auf jeden Fall ist die El Diablo nicht schlecht. Ach nee, warte, das ist sie ja gar nicht. Was ist sie? Sag mal, was ist das hier für eine Scheiße hier? Jetzt krieg ich gleich... Alter, jetzt krieg ich hier Plack, ey. Kannst du mir glauben? Ach, nö. Ich spring gerade vom... Draußen ist alles erledigt. Überprüft eure Magazine. Ups. Hier drin werden wir unsere Kugeln genauso brauchen. Ha. Ich spring gerade den Berg runter und dann kriege ich eine Cutscene reingeknallt. Und stehe immer noch hier am selben Punkt. Wie doof ist das denn? Tja, also ich würde vorschlagen, wir machen hier... Wo ist Charity schon wieder hin? Da. Steh doch hier. Du standst gerade bei mir hier vorne und kommst jetzt erst angelaufen. Ja, ich würde auch mal sagen, dass wir hier an der Stelle eine Pause machen, wa? Genau. Und wie es halt weitergeht, das alles seht ihr in der nächsten Folge Let's Play Together Defiance. Ja, wenn drei Chaoten wieder unterwegs sind in einer Dungeon und bestimmt wieder auf die Fresse kriegen. Genau. Bis dahin. Oder wiederum diskutieren wie Weiber mit Schuhen, mit ihrer Waffe. Genau. Und natürlich muss natürlich auch die Klosettfrage geklärt werden. Und das alles werdet ihr in der nächsten Folge. We'll be right back.